Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir eine komplette Gruppe bekommen. Und ich finde es richtig schön. Aber erstmal hier ein Skit. Leia, die blinde Passagierin. Leia, you can't just sneak onto a ship. That's against the law. Oh, really, Mr. Roshigal's most wanted? She does have you there. Oh, don't worry. I gave the sailors free coupons to my family's lodge in exchange for my passage. By the way, how were you able to figure out that we were headed to Lakutum Sea Haven? Funny story. I got on a ship that I assumed was going to Sapstrath, but it turned out to be Lakutum bound. Wait, so you got on the wrong ship and found us purely by chance? Dumb luck is truly a frightful thing. Ja. Milas Belohnung. Was? Saved by Rowan once again. Yeah, I don't even worry about enemy spirit arts anymore. Though I'm just honored that my old geezer tricks could be of use to you. You really are one handy geezer. I feel like we youngins ought to be bowing our heads in thanks. Oh, we should. Thank you, honored elder. Oh my, no need for that. This is getting a little embarrassing. Very well then. I'll simply pat you on the head. You did good. Mila? Rowan isn't a child. That takes me back to my youth. Such happy memories. I'll keep doing my best. What? It's actually working? Oh, mehr. Es hinter sich bringen. You left Laurent without even telling your parents, right? Shouldn't you go back home to see them? Your mom's probably still fuming. Yeah. Was? Wir sind doch gerade erst in guten Händen. Is it safe to leave Drissel behind? Oh, I assure you that I'm not the only one looking out for her. The house staff has served the Sherrill family for years, and the citizens of Sherrillton are always supportive. It's all due to Lord Klein's fair leadership. It's not just that. Drissel works really hard to stay strong. She's so cool. No wonder she's Ellie's friend. Indeed. We are all quite proud of our young lady Cheryl. Let's all strive to make her as proud of us. So, noch mehr? Okay. Ja. Durch den Skiz müsste man schon bemerkt haben, was passiert ist. Leia hat sich aufs Schiff... Seid ihr nicht? Nee. Hat sich aufs Schiff geschlichen. Unbeabsichtigt, mehr oder weniger. Und... hat uns jetzt auch verfolgt. Und wir sind jetzt zu 6 und wir haben jetzt die komplette Gruppe, wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich äußerst selten. So, und wir können natürlich noch Alvin hochleveln. Was hat er denn hier? Ah, nur noch so wenig. Natürliche Erholung. 5 Sekunden. Ah, okay. Erkenne ich. So, jetzt machen wir mit dir weiter. Ist auch noch aufgehört. Er hat jetzt auch 2 Libellen, Motten, Schmetterlinge, was auch immer. Und bei ihm ist bestimmt Stärke. Wie viel wollen wir wetten? Na, wie viel, wie viel, wie viel? Wie viel? Wo ist Stärke? Hier. Ja, wusste ich doch. Okay, TP. Dann gehen wir erst auf Stärke. Wenn er nicht reicht. Da habe ich auf jeden Fall schon mal Stärke für ihn. So, und ich wünsche mir, wir haben jetzt eine komplette Truppe. Wir haben voll viel FP dazu bekommen. Das heißt, wir können jetzt richtig loslegen. Jetzt geht es jetzt richtig ab. Die Story entfaltet sich jetzt vollkommen. Stärke, geil. Was noch? Hier, KP. Wie komme ich da hin? Durch die TP. So. Ja, sicher. Und upsala. Jupp. Und jupp. Oder? Ja, Windschutz. So. Und sie hat ja alles stimmt. Ja, jetzt brauchen wir aber natürlich voll viel Geld, um ja die ganzen Ausrüstungen jetzt zu aktualisieren und jetzt erstmal die Formation ändern. Wir machen das so. Oder?
Ihr beiden kommt hier hin. Jo. So. Gewonnener Titel, Landsknecht. Hey. Erinnert mich an Etrian Odyssey, was ich gerade zocke. Got that? You're not allowed to see him anymore. Who asked you? I'm old enough to choose my own boyfriends. Damn it, why won't you listen to me? Ist ja auf einmal ein ganzer Haufen, der die beobachtet. I'm sorry. My little sister's in a bad mood right now. Why must she torture me like this? If only our parents were still alive. Okay. That boyfriend of hers has problems. But when I tell her not to see him, well, you saw what happened. But isn't that her choice to make? I know, but I can't bear to watch her make a mistake like that. I'm sorry. I need to go look for her. I know you're hiding there. Give me a break. Where does she get off talking about me like that? So why do you stay with her? Just go off on your own. I can't. She's been sick and weak for as long as I can remember. She needs my help. Hmm. Besides, she's my sister. Interesting. Oh crap, there she is. See ya. Und hey, Mila, do you have a family? No. Though the four may be something close to one. Do you ever wish you had one? No. I can't say it's an idea that I've really thought about. I see. Cool story. Warum macht eigentlich immer ein Matrose im Hintergrund irgendwelche Faxen? No, that's ridiculous. Warum denn? Familie zu haben ist irgendwie schön. Was ist denn da? Tust du so, als hättest du ein Fernglas in der Hand? Ich versteh's nicht. Tschüss. Leias Aufzeichnungen. What were all those notes that you gave to Mila? Notes? Oh, those weren't notes. Those were free massage coupons. What? But why? Case closed. Just let it go already. Hey, Mila, what was in all those notes Leia gave you? Notes? Oh, those were free massage coupons. Huh? Oh, yes. They were free massage coupons. Perhaps I'll use one right now. One massage coming right up. Hmm, you sure are tense today. Am I? Hey, that hmm. Oh, whoa. Massages are not bad at all. I know, right? What is going on with these two? Nein, er ist genauso verpeilt wie Asper. Mann. Warum sehen die das denn nie? Oh, wir haben viel zu wenig Geld. Muss Geld fahren. Könntet ihr eine Lieferung für mich nach Sheraton bringen? Bitte. Es ist eine wertvolle antike Vase. Wenn ihr sie unbeschädigt dorthin bringt, zahle ich euch einen guten Preis für eure Mühen. Okay. Hervorragend. Dann bringt diese Vase bitte unverzüglich zum Antiquitätenladen in Sheraton. Und seid ja vorsichtig. Das ist eine echte Ifrit-gebrannte Vase. Der Ladenbesitzer bezahlt euch, wenn ihr sie abliefert. Eine seltene Vase. Jo. Mach mal direkt. So. Wo muss ich die nochmal hinbringen? Ach hier. Ja, stimmt. Ja, genau. Ach, ihr seid es ja wieder. Schön, euch zu sehen. Moment mal, ihr liefert mir eine Vase vom Antiquitätenhändler im Lacketumseehafen? Das ist der Typ, der mir auch diese Äpfel gebrannten Teetassen verkauft hat.
Ich hätte mir denken können, dass irgendwas faul ist, als er zum ersten Mal einen Fremden mit einer Lieferung geschickt hat. Ist nicht mein Problem. Keine Sorge, ihr habt nichts falsch gemacht. Ich weiß, selbstverständlich werde ich euch für eure Arbeit bezahlen. Ich betrachte es einfach als das Lehrgeld, das ich zahlen muss, um Menschen besser einschätzen zu lernen. So, das wirklich da. Seine Warte, Haarband des Affenkönigs. Bitte was? 5000 Gold, gut. Ist schon mal ein Startkapital. So. Kann ich jetzt was Besseres holen? Ich habe jetzt 6 Charaktere, hallo? Arzt wäre ein Objekt, mit dem du bis zu 8 Arzt einrichten kannst. Was zum? Oh, die Rahmenschwarz. Cool. Ich dachte eigentlich, du gibst uns hier was anderes, aber nö. Boah, geil. Rahmenschwarzer Letztling. Geil. So. Zöpfe des Affenkönigs oder was war das? Sieht man nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Wie soll man denn ja. Man kann auch schon so 8 Arts einrichten. Was soll das denn? Cool. Hä, aber wie setze ich die denn dann? Oh, wie geil. Warte mal. Kann ich jetzt wirklich 8 Dinger hier? Ey, wie geil ist das denn? Geil. Ja? Ja? Da ist aber... ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ja. Da muss ich aber gleich mal ausprobieren. Ja, wo soll ich denn alle hinballern? Ja, da kann ich ja schon 16 Arts hier reinballern. Oh Gott, wie schön. Wenn ich jetzt wüsste, wie man die einsetzt, dann könnte ich das besser einschätzen, wie ich die einstellen soll. Nehmen wir mal Stahl hier. Und ich muss halt erstmal ausprobieren, damit ich weiß, wie man das überhaupt macht. Da kann ich mich so besser hineinversetzen. Ewig geil. Allein so. Ah, okay. Da kannst du ja richtig Kombos reinballern. Das ist ja gut, dass ich jetzt noch 2 Minuten übrig habe. Dann kann ich ja die Shortcuts alle mal festlegen und gucken. Zack, komm her. Oh, wir haben ein neues Kampfthema, geil. So, okay, L1, dann runterdrücken und dann Kreis. Oh, das Kampfthema ist gut. Ach, das ist das Kampfthema, was ich meinen Trailer gehört habe irgendwo. Wollte schon sagen. Ich habe diesen Teil noch nie gehört. Jawohl. Verbundene Fertigkeiten beim Kampf anzeigen. Drücke im geöffneten Kampfmenü R1, um die verbundenen Fertigkeiten anzuzeigen, die für deine Figur gelten. Weiß ich doch schon, oder? Egal. Ja, dann gehe ich mal erst wieder hier rein. Dann werde ich offscreen erstmal die ganzen Arts verteilen unter den Charakteren und vielleicht 1-2 Offscreen-Kämpfe machen, um mich da rein zu gewöhnen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich habe so das Gefühl, jetzt beginnt das Let's Play erst richtig. Also schaltet gefälligst nächstes Mal wieder ein. Ciao!